In diesem Video zeige ich euch, wie man ans Motorsteuergerät reinkommt, wo fast alle Kabel und alle Stränge verbaut sind und wie wir hinten den Motor ausbauen. Der Motor sitzt hier drin, dazu kommen wir gleich. Für die Verkleidung braucht ihr drei Schrauben, das sind einmal hier, hier und hier vorne. Fangen wir mit der hier vorne an, ich habe jetzt einen ganz normalen Imbus auf einer kleinen Ratsch. Raus. Zur Seite. Zweites hier. Und das dritte hier. Wenn die drei draußen sind, hier der Hauptkabelstrang. Hier drunter sitzt das Hauptsteuergerät. Hier sind die drei Phasen vom Motor dran. Die gehen nach hinten an den Motor. Das heißt, wenn wir den Motor ausbauen, müssen wir die hier vorne lösen. Und das ist der Signalgeber vom Motor. Der ist nur mit einer Steckverbindung zu. Das heißt, wir können den hier trennen. Zack, draußen. Das ist der Hauptstromanschluss vom Steuergerät. Das hier hinten, diese Box, ist unsere Alarmanlage. Ein Stromwandler und sowas hat er auf der anderen Seite von der Verkleidung, quasi auf der Rückseite. Da kommt, die Rückseite kann man lösen, indem man hier die Kreuzschrauben auch öffnet. Und hier unten ist noch eine. Aber wir bauen jetzt einfach mal. Ich zeige euch, wo das ist. Das sind die drei, die ihr ausbauen müsst für den Motor. Und an demselben Kabelstrang geht hier ein Kabel lang zum Signalgeber, den trennen. Zum Motor selber. Ich mache es so, ich baue mir den hoch, dass er das Rad freistehend ist, dann machen wir hier die mal auseinander. Hier seht ihr einen richtig dicken Imbus. Den habt ihr auf der Seite und auf der anderen Seite genauso. Dann könnt ihr das gesamte Rad mit dem Kabelstrang abziehen, also nach hinten rausnehmen. Darauf achten, dass ihr das Kabel nicht abreißt oder dass das Kabel vorne hängen bleibt.